Sonnentempel. Hey, wo sind wir? Okay. Yeah. Da sollten wir etwas besser vorbereitet reingehen. Oder gleich überfallen werden. Na komm. Hau jemanden wach, der Schaden machen kann. Und heilen kann, genau du. Zwei noch. So, jetzt. Oh, da lebt noch einer. So, jetzt lass mich bitte schlafen. Ich würde gerne ein paar mehr Buffs sprechen. Und zwar erstmal die Standardsachen. So. Dann hätte ich noch gerne Schutz vor Elektrizität, Schutz vor Feuer, Heldentum, Schutz vor Kälte und das war's. Eile noch, stimmt. So. Könnte jetzt eine Weile wehtun, aber das passt. Da sind ganz viele. haben wir eben mal ein paar Novizen geröstet. Sehr schön. Ja, der kriegt keinen Schaden durch den Bolzen. So, du, Feuerball. So, noch mehr Novizen weg. Du, heil sie. Du, heil sie. Du, Feuerball, da hinten sind glaube ich noch welche. Ja, aber nicht viele. Der Abt hier vorne ist gleich tot. Okay, und was ist mit dir los? Bist du müde? Schwach, ja. Das kriegen wir hin. Du heil aber erstmal dich selbst. Du Feuerball. Ja. So, Eingang ist frei. Du Schwäche heilen bei ihr. Fackellicht, 10 Goldmünzen. Ja, nee, muss nicht sein. Unser Auge sieht da einen Weg und hier einen Weg. Aber den da können wir noch nicht öffnen. Okay, das macht's einfach. Hallo, Master Monk. Kisten. Was haben wir da gerade gefunden? Heiliger Becher. Ein Becher aus silbernem Flechtwerk mit Weißgold, das die Seiten an den Sockel verziert. Ein leises, stetiges Summen kommt aus der Öffnung des Bechers. Hm. Haben wir eine Aufgabe für einen heiligen Becher? Wäre mir nicht bekannt. Aber na gut, irgendwer wird schon haben wollen. Du, kurz mit zu verkaufen. Aber da war noch... Aha, ein Raum wollte ich gerade sagen. Nicht der hier. Wow. Minotaurenkönig. Minotaurenkönig klingt nicht gut. Und der hält auch viel zu viel aus. Schon wenigstens ein bisschen ankratzen würde ich dich ganz gerne. Das ist machbar. Jetzt sollten wir mal Nahkampf gehen. Vielleicht kriegt er ja auch mehr Schaden durch Gerogon dann. Du Wunden heilen bei ihm. So, du heil ihn. 8 Schadenspunkte. Bolzen kriegt er keinen Schaden. Von Talana kriegt er am meisten. 2 Schadenspunkte, das ist... Ja. Na gut. Okay. Damit wäre es auch geklärt. Du...
Tote erwecken. Können wir von hier aus die Tür öffnen? Ja. Und dann versuchen wir gleich mal die Kammer zu plündern hier. Du, nein. Ohne den garstigen Tower da. Genau du. Nehmen wir nur die offensichtlich wertvollen Sachen mit. Oh. Der sieht echt gut aus. Geh rüber. Ah. Speer. Silberstiefel. Gold, Gold, Gold. Orange ist für dich. Kommt bestimmt gleich wieder um die Ecke, der Typ. Orange. Lila war Reaktion. Das kann alles mit. Blaues für dich. Ja, Reaktion kannst du auch gebrauchen. Rotes für dich. Aber schon. Oh, oh, oh. Yeah, yeah, yeah. Die. Er kann wirklich mit einem Schlag töten. Das ist eine nette Fähigkeit. Aber dafür ist er nicht der hellste. Können wir mit ihm im Kreis laufen. Hey. Das ist doch nicht nett. Blöder Minotaure. Oder kluger Minotaure, je nachdem. Okay, lassen wir die Beute Beute sein. Wir merken uns einfach, wenn wir später etwas stärker sind, können wir hier einen Minotaurenkönig töten. Und er bewacht noch etwas Gold. So, schlafen. Länger schlafen. Wasser wandeln. Wir wollen nach Westen. Richtig? Richtig, da unten wollen wir hin. Obwohl, wo wir jetzt gerade am Wasserwandeln sind, würde ich gerne den Rest der Schmugglerbucht hier genauer angucken, weil wir suchen immer noch einen Brunnen. Und aus solchen abgelegenen Inseln, sage ich, könnte ich mir den ganz gut vorstellen. Davon gibt es hier anscheinend ein paar. Du, du. Segen. Da haben wir jetzt auch ein Podest. Dafür haben wir einen Auftrag. Allerdings haben wir die Statuen noch nicht abgeholt. Wir haben nämlich einen Auftrag mit 5 Statuen, die wir verteilen sollen. In aller Herren Länder. Und das hier wäre einer davon. Das können wir uns schon mal merken. Also Podestschmugglerbucht ist hier oben. Das heißt, wir wollen jetzt nur noch da zum Gucken und da. Also westlich. Müssen wir auch nicht wirklich weit laufen. Wir müssen nur gucken, ob wir irgendwo eine Insel sehen, wie hier zum Beispiel. Und da scheint sowas drauf zu sein, was Größeres. Okay. Ein Schrein. Sehr schön. Haben wir langsam ganz schön viele von zusammen. Wir müssten nur noch rausfinden, wann wir wo beten müssen für die Schreine. Dafür müssten wir allerdings nach Iron Fist noch ein paar Mal mit dem Orakel sprechen. Du betest den Schrein an. Schrein der Stärke. Schreib mir gleich mal auf. Ja, Stärke wäre echt nicht schlecht. Dann könnte Gerugo noch das Schwert aus dem Stein ziehen bei Iron Fist, denke ich. Und wo auch immer noch welche davon sind. Aber gut. Südlich vielleicht noch? Ah, südlich könnte noch was sein. Ist aber nicht. Okay, dann Osten. Ganz schön weit Osten. Ja. Also zu der Insel, wo die Piraten waren. Mit den Ratten und dem Skelett der Wand genagelt und was weiß ich. Hier war der Bartempel. Hatten wir noch irgendwo Brunnen gesehen? Ich glaube bei dem Dorf. Also auf der Südseite der Bucht. Hier war auch einer, aber der war auf jeden Fall vergiftet. Das hatten wir auch schon getestet. Da ist ein Brunnen. Sehr schön. Auge an und töten. Dieser Meteorregen wäre jetzt auch echt schick mit der Lana. Können wir uns sogar kaufen. Kostet bestimmt 10.000, aber hey, wir haben es ja.
Und gerade so ein Kleinkram ist dann irre schnell weg. Komm, 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 komm. Dann noch du. 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 Ich hab ganz vergessen, Gerogon die Waffe zu geben, oder? Gerogon? Stimmt, du benutzt sogar keine Keulen. Du benutzt Keulen. Plus 3. Plus 11. Dezentes Upgrade. So. Das Wichtigste zuerst. Brunnen. Erfrischend. Permanent plus 2 Intellekt. Würde zu einem Magierbrunnen passen. Aber ich glaube, das wäre dann anders gelaufen. Hätte sich Talana schon gemeldet. Also brauchen wir einen anderen Brunnen. Aber so oder so gut für unsere Helden. Ein paar Intelligenzpunkte können nicht schaden. Ich hab's. Aha. Und so, was machen die beiden? Aha. Meisterschwert. Oh, okay. Ah. Ja, doch. Besser. Obwohl, Gerogon hält so schon ziemlich viel aus. Komm mal her. Ach, er kann doch gar nicht beidhändig. Schwertexperte. Ja, Schwertmeister musst du werden. So. Hier könnte noch was sein. Und sonst haben wir da noch einen Brunnen. Jedenfalls ist der, der an mich mehr kann. Beim Zirkus ist vielleicht auch noch einer. Aber da müssen wir gucken. Und erstmal brauchen wir neues Wasser wandeln. Dafür müssen wir schlafen. Wasser wandeln und darüber. Und Auge, um zu gucken, ob irgendwas in der Gegend ist. Nö. Kann nirgendwo eine kleine Insel sehen, außer das da und das ist das Festland. Oder? Nee. Aber da waren wir schon. Das heißt, wir werden auch hier schon aus dem Brunnen getrunken haben. Richtig. Richtig. Permanent 2 Chaos noch. Hey. Gerogon hat anscheinend noch nicht hier rausgetrunken. Ganz schön viele Brunnen hier, fällt mir gerade auf. Also dafür, dass wir eigentlich von Meer umgeben sind. Das ist sehr interessant, wie viel Frischwasser es hier gibt. Weg mit euch, weg mit euch. Haben ganze Arbeit geleistet. Fast die ganze Schmugglerbucht ist jetzt befreit von allem. Außer dem Zirkus. Den dürfen wir da nicht abbrennen. Die Hallen des Feuerlords. Oh, das war auch nervig. Und ich habe irgendwie das Gefühl, wir haben trotzdem noch irgendwas darin vergessen. Also zu erledigen. Aber das Gesicht hat anscheinend wirklich nur einen Auftrag verteilt. Und der war, befreie die Gänge unter meinem, was auch immer. Damit er wieder zaubern kann. Und das haben wir gemacht. Das andere war wohl nur so eine Seitenmission, dieses eine einzelne Wesen zu töten. Diesen Jackal, der aufrecht geht. So, weg mit euch. So, wo ist jetzt der Brunnen? Ich hätte nämlich wirklich gerne den Stufenaufstieg für Talana. Da ist noch mehr Kleinkram. Ja, die sind alle wieder aufgetaucht. Kaum ist man mal ein Jahr nicht hier in der Schmugglerbucht, treibt sich wieder lauter Gesindel hier rum. Au, 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 au. Jetzt aber. Also, Brunnen checken und dann nach Freehaven und von Freehaven aus nach Darkshire müsste das gewesen sein. Und da gucken wir dann nach Licht und Schatten. So, Talana, schlürf. 20 Zauberpunkte. Ja, das müssten jetzt alle Brunnen gewesen sein. Wir können hier einfach mal so zu dem obersten Magier wieder zurückgehen und sagen, wir haben alle Brunnen probiert und gucken, was er sagt.
Weil irgendeiner davon wird schon gewesen sein. Aber gut, jetzt erstmal einen kleinen Cut und wir sehen uns gleich wieder.